Das Kärntner Therapiezentrum Weidenhof ist eine sozialpädagogisch-therapeutische und psychotherapeutische Wohngemeinschaft für Personen mit Essstörungen oder anderen psychischen Problemen wie Depressionen und Persönlichkeitsentwicklungsstörungen. Derzeit werden hier 14 Bewohnerinnen stationär betreut. Das idyllische Haus in der Nähe von Klagenfurt bietet aber auch tagesklinische und ambulante Betreuung an. Das Therapiezentrum Weidenhof habe ich gegründet aus dem Grund, weil ich die tiergestützte Pädagogik, die Arbeit in der Natur mit der Natur und die Psychotherapie verknüpfen wollte. Die Therapie besteht aus verschiedensten Bausteinen wie Malen, Musik oder Beschäftigungstherapie rund ums Pferd. Also wir machen hier sehr viel kunsttherapeutische Dinge, aber auch rein künstlerische. Wenn man beispielsweise da oben sieht, ein Bild, das eine junge Frau gemalt hat unter Anleitung von Herdin Radke. Das ist ein international anerkannter Maler, der mit Salvador Dalí gelebt und gearbeitet hat. Besonders bei Essstörungspatienten ist es sehr wichtig, dass sie einen neuen Zugang zur Ernährung finden. Wir haben ganz gezielt keine Einzelzimmer, weil die Einsamkeit fördert die Depression. Ziele und Therapieerfolge der Bewohnerinnen sind unterschiedlich. Also ich bin jetzt seit 11 Jahren essgestört. Also ich bin schon seit 2,5 Jahren da. Und bin jetzt einen Monat da. Und bin wegen Borderline und Selbstverletzungen dahergekommen. Also es hat sich zum Positiven verändert, weil ich war davor immer nur in Krankenhäusern und hier ist es das erste Mal so, dass man durch die Tätigkeiten, denen man hier nachgeht, wieder einen Sinn im Leben hat. Und durch die Natur, ich weiß nicht, das wirkt irgendwie alles so positiv. Ja, also vorher war es so, dass ich mich eigentlich jeden Tag geschnitten habe oder verbrennt habe oder verletzt habe. Und seit ich eigentlich da bin, habe ich das sehr gut im Griff. Ich möchte einfach wieder gesund sein. Ja, wieder eine eigene Wohnung zu haben, wieder einen Job zu finden, der was mir Spaß macht. Und wieder einfach ein eigenes Leben führen zu können, ohne Krankheit. Im Sozialstaat Österreich haben erfolgreiche private Einrichtungen oft ein schweres Leben. Dass soziale Projekte nicht unterstützt werden, ist für uns eine bittere Erfahrung. Wir leben im Prinzip von der Hand in den Mund. Wir sind angewiesen auf Unterstützungen. Die jungen Leute sind zum Teil auf unsere Kosten hier, weil die Sparpakete der Länder so eng geschnürt sind, dass Einsparungen am Sozialsektor in einem unglaublichen Ausmaß befohlen werden von politischer Seite. Ein solches Szenario macht die soziale Arbeit ohne private Unterstützung praktisch unmöglich. Als Arkodell ist es für uns auch sehr wichtig, dass wir sozial engagiert sind und dass wir Einrichtungen aussuchen, die was weiterbringen, ohne großen Verwaltungsaufwand. Um ein wenig aus dem Alltag entfliehen zu können, spendete das von der Arkodell Hotel AG gesponserte Musical Cats 10 Eintrittskarten der Wiener Vorstellung an die jungen Bewohnerinnen des Weidenhofs. Zusätzlich bekamen sie Gutscheine für 2 Übernachtungen in einem der Wiener Arkodell Hotels überreicht. Ja, und das war was ganz Besonderes, weil wir mit Cats heuer zusammenarbeiten in Berlin-Hamburg und die Idee geboren war von Cats, dass sie auch nach Wien gehen und wir im Hinterkopf gehabt haben, dass wir persönlich was für die Jugendlichen tun, dass sie das selber nützen, auf der einen Seite die Stadt anzuschauen, Wien kennenzulernen, den Tag genießen, Prater, Riesenrad und am Abend, wo es oft diese Probleme gibt, was machen wir im Zimmer, im fremden Haus, dass sie dort das Musical anschauen. Und das war für uns ein wichtiger Punkt und wir sind froh, dass Cats gemeinsam mit uns das durchzieht. Es sind seine Ziele, die den Weidenhof für unsere Gesellschaft so wichtig machen. Jugendliche so zu betreuen, dass sie nach einem längeren Aufenthalt ihr Essverhalten wieder im Griff haben und ihr Leben selbstständig führen können. Dass sie individuelle Ziele und neue Orientierungen finden, sowie ihre Probleme lösen oder neue Einstellungen zu denselben gewinnen können. Und damit ist auch die Politik aufgerufen, dafür Sorge zu tragen, dass Einrichtungen wie der Weidenhof finanziell nicht auf der Strecke bleiben.